Nachwuchstalente der Kassel Huskies präsentierten am Mittwoch das Spiel mit Schläger und Puck auf der Eisbahn im Nörtener Schlosspark. Beim Eishockeytraining zeigten die Sportler aus Nordhessen, wie geschickt sie bereits herumkurven und dabei auch noch blitzschnell Tore erzielen können. Da musste sich der Torwart richtig anstrengen. Auch vier Jungs aus Bisshausen wagten sich aufs Eis. Zuvor wurden sie fachgerecht von Marcel Salimi eingekleidet. Am Ende spielten sie schon eifrig auf dem glatten Spielfeld mit.